Pursko. Fertige Flocken im edlen Schaumwein für stolze 95 Franken. Vergoldete Entspannung, eine noble Zigarre zum gleichen Preis. Oder Gold auf der Zunge, ein Luxuslolli für 35 Franken. Und schließlich die goldverschneite Schocke für 120 Franken. Hinter diesen exklusiven Konsumartikeln steckt ein weitgereister Marketingprofi mit Sitz in Neuenburg. Sein Metier hat mehr als goldigen Boden. Die Idee hatte ich in einem Restaurant in New York, wo wir mit Freunden waren, wo es war eigentlich ein Sushi-Restaurant. Und sie hatten da Sushi mit Gold und wir fanden die Idee wirklich nett. So ein wenig verrückt, auch so irgendwie symbolisch interessant. Und auch als das Produkt auf dem Tisch war, so richtig schön. Und das haben wir bestellt, haben Spaß damit gehabt. Und ich dachte, dass einfach Gold zu Fisch zusammenpasst, aber Gold zu Schokolade viel schöner wäre. Die ideale Schocke, ein richtiger Grand Cru aus Ecuador, hat er in der kleinen Schokolaterie Jaco im Neuenburger Wald de Travers gefunden. Das essbare Gold ist auf dem Tisch, die wundersame Geburt vor vergoldeten Schocke voll im Gang. Prudence, gefragt ist sorgfältige Arbeit. Toute la difficulté de ce produit, c'est que vous pouvez regarder, il est très volatile. C'est une masse qui est, il suffit d'un courant d'air ou d'une personne qui passe et puis ça s'envole. Donc il faut y aller vraiment tranquillement puis prendre son temps. Was schon wahr ist, dass unser Hauptingredient hier ist sehr teuer, so über 30.000 Franken pro Kilo in dieser Form. Und da arbeiten wir ganz klar, um die Verluste zu minimieren. Der süße Grand Cru wird die Schablonen im wahrsten Sinn vom Wort vergoldet. Et voilà, 9,2 Gramm Schocke und 30 Milligramm Gold. Eine kostbare Augen- und Gaumenfreude. C'est du chocolat. C'est pas forcément de l'or. Il faut savoir que l'or est insipide, il n'a pas de goût. Donc ce qui est intéressant pour nous de travailler avec un produit comme ça, ce qui est rare dans l'alimentation, c'est d'avoir un produit qui va amener une texture, qui va amener un petit granuleux en bouche, qui va amener... Mais on ne sait pas ce que c'est. Et ça ne va pas dénaturer le chocolat. One, two, three. Ob in Japan am Fernsehen oder in Beirut am exklusiven Empfang, die Goldschocke hat Erfolg. Und das ohne viel Werbung. Machen wir nicht, aus zwei Gründen. Eins, wir haben es nicht nötig, weil die Leute über uns sowieso reden. Und Nummer zwei, aggressive Werbung für ein Luxusprodukt möchten wir nicht machen. Ich denke, die Leute sollten schon zu uns kommen und nicht wir unbedingt zu sie. Zu Neuenburg selber sind die Goldschöckeli zwischen dem Schmuck von einer Bijouterie anzutreffen. Da haben auch die neueren Produkte vom Reisenden in Sachen Gold ihre Kundschaft gefunden. Ça surprend, c'est vrai que ça surprend, mais c'est vrai que les gens viennent justement, il y en a eu beaucoup de monde qui sont venus un peu par curiosité, mais beaucoup de monde a acheté les produits, c'est vrai que ça a eu un bon succès l'année dernière pendant les fêtes de fin d'année. Das Geschäft mit dem essbaren Gold floriert, bleibt die Frage nach Sinn und Ethik von solchem Luxus. Das ist ähnlich für alle Luxusprodukte. Das ist ähnlich für alle Produkte, die man nicht richtig braucht. Das ist richtig für eine, wenn jemand mehr als 50 Franken für eine Uhr ausgibt, dann ist es eine Entscheidung, das restliche Geld nicht zum Roten Kreuz zu geben. Das ist auch so wahr für ein Auto wahrscheinlich über 15.000 Franken. Das machen Leute und ich denke, das ist auch im Leben braucht man nicht nur was das absolut Notwendige. Man braucht auch ein wenig Traum und Poesie. Fest steht, zwungen zum goldigen Glück im Gaumen wird bei de la Fee nie.